Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich habe gerade geduscht, deswegen ich habe keine fettigen Haare, es sieht nur so aus. Ich komme gerade aus der Dusche und ich wollte gleich einkaufen gehen und habe mir jetzt spontan gedacht, wir gucken einfach mal zusammen in mein Gefrierfach. Erstens, was ich da noch so drin habe, weil ich glaube, es kennt jeder. Man kauft, also, oder ich bin auf jeden Fall so, vielleicht seid ihr ja total anders, ne? Also ich kaufe immer und kaufe und packe es dann irgendwie ins Gefrierfach und vergesse es dann. Und dann irgendwann wird es halt auch schlecht. Ich weiß nicht, wie lange man die Sachen da so reinpacken kann. Ich schreibe auch ehrlich gesagt kein Datum oder so drauf, aber irgendwann, wenn ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern kann und irgendwie eine Dose aufmache und gar nicht mehr weiß, was es ist, dann schmeiße ich es auch weg. Und ich wollte heute einfach mal mit euch in mein Gefrierfach gucken und es aussortieren. Und erschreckt bitte nicht, mir ist zum Beispiel letztens, ich glaube von 2, 3 Tagen oder so, ist mir dann zum Beispiel mal mein Schnittlauch, das hatte ich so gefroren gekauft, so ausgelaufen. Deswegen, also, es wird spannend. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, so, es gibt ja diese, bei Instagram diese Fragen, zeig mir mal deinen Kühlschrank oder so. Und ich dachte, wollte jetzt einfach sagen, zeig mir mal deinen Gefrierschrank. Und zwar im nicht aufgeräumten Zustand. Und wollte ihn halt auch mit euch aufräumen, sortieren, Sachen entsorgen. Und gucken vor allen Dingen, was ich dann aus den vorhandenen Lebensmitteln machen kann, dass ich das mal so ein bisschen sortiere. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe unten auch noch einen Gefrierschrank, einen kleineren, einen ganz kleinen. Und ich weiß nicht, was da drin ist. Keine Ahnung. Da will ich dann nachher, wenn hier noch Platz ist, auch mal runtergehen und mal gucken, ob ich da noch irgendwelche Schätze finde. Aber ich drehe jetzt erstmal die Kamera und zeige euch hier mal meinen Gefrierschrank. Ich habe vorher nicht reingeguckt. Und ich werde mal, ich werde euch mal hier hinstellen. Wartet mal. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil ich kann das sonst ja nicht rausziehen. Hier sind so Griffe dran, das ist immer ganz praktisch. Stelle ich das hier hin. Ich habe ja Gott sei Dank relativ viel Arbeitsfläche. Und ihr seht, das ist echt schwer. Ja. Ja, ich bin schwanger. Und ja, ich habe das gerade getragen, aber ich bin jetzt allein zu Hause. Geht nicht anders. Und jetzt zeige ich euch erstmal meinen, den allerersten Eindruck, was alles so drin ist. Ist auf jeden Fall gerappelt voll. Also die eine Kiste habe ich ja kaum rausgekriegt. Das hier ist die große Kiste. Ja, also ein paar Sachen weiß ich auf Anhieb, was da drin ist. Das ist diese kleinere Kiste. Ich hatte mir früher auch mal vorgenommen, das ein bisschen zu sortieren. In, hier ist es ja so zweigeteilt. Ein Fach mit Gemüse, eins mit Fleisch, eins mit sonstigen Sachen und Eis und so. Aber das hält bei mir immer nicht lange. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf und räume alles aus, was da drin ist. Ich muss mich auch beeilen, weil sonst taucht das auf. Ich räume alles auf, was da drin ist und gucke dann mal, was wir davon gebrauchen können. So, das alles war in meinem Gefrierfach drin. Und ihr seht, hier ist mir das Ding ausgelaufen und ja, sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Ich werde jetzt die beiden Dinger hier sauber machen. Das habe ich in Hannover immer so gemacht, dass ich das in der Badewanne gemacht habe. Jetzt habe ich hier noch keine Badewanne, ich werde das jetzt hier in der Dusche machen. Ist halt mega praktisch, ne, weil es passt dann halt rein und du machst heißes Wasser. Und dann duschst du das ab und dann muss man auch nicht viel schrubben. Erstmal ist das eigentlich nur so Eis oder so weiter.
Das werde ich jetzt mal machen. Und dann sortiere ich mal. Ich habe hier zum Beispiel, was ich eben schon gemacht habe, ich hatte hier ganz viel Wassereis einfach so drin rumliegen. Das habe ich jetzt mal in so eine Kiste gemacht. Und ich bin echt erschrocken, wie viel Wassereis das ist. Das sind bestimmt noch 3 oder 4 Pakete. Ja, und ich bin ein kleiner Gefrierschrank-Messi, habe ich das Gefühl. So, die Dinger sind jetzt wieder sauber. Sollte man vielleicht öfter mal machen. Gebe ich ja zu. Ich bin jetzt total außer Atem. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier alles habe. Und wo ich euch mal hinstellen kann. Muss ich mal gucken. Stelle ich euch den am besten mal hin. Ich glaube halt hier hin. Mache ich noch mal Licht an. So, also. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu sortieren. Vor allen Dingen, was kann im Müll... Was behalte ich noch? Das ist alles Wassereis. Das behalte ich auf jeden Fall. Das kommt nach unten. Dann brauche ich noch eine Kiste. Ich habe nämlich noch mehr Eis. Ich habe noch so eine Kiste. Das ist zum Beispiel Bens Lieblingseis. Das ist so ein Cola-Eis. Genau. Das packe ich hier auch mal rein. So. Dann habe ich hier diese Dinger. Oh, die wollte hat Mia mal irgendwann gemacht. Die haben vom Erdbeerzeug. Das essen die eh nicht. Das packe ich immer in die Spüle. Das taue ich auf, packe es in, und lasse es dann, also wasche es ab und das brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. So, schon mal das erste aussortiert. Dann noch was, was ich aussortieren kann. Auf jeden Fall sind diese Dinger, die lasse ich auch erstmal abtauen, weil die brauche ich im Winter nicht. Mache ich im Winter. Dann bin ich ja voll der Messi, was Kräuterbutter angeht. Ne? Die habe ich mal im Angebot gekauft und habe dann ganz viele gekauft und eingefroren. Die lasse ich auf jeden Fall eingefroren. Die nehme ich so mit. Die benutzen wir immer. Also wenn unsere leer ist, dann packen wir die nächste raus. Oder wenn die fast leer ist, dann, und dann lasse ich die im Kühlschrank auftauen. Genau, dann habe ich hier so ein Dings mit Ikea Hot Dogs. Also da kann ich ein paar wegschmeißen, weil die sind da schon rausgefallen. So, und den Rest werde ich einfach mal so in den Band drin machen. Dann zwei solche Dinger von, die packe ich wieder rein. Wenn wir mal irgendwann Hotdogs essen wollen, dann brauchen wir nämlich nur noch Würstchen. Genau, das, da hat mir auch irgendwas gemacht. Hier ist ein leerer Becher, da hatte ich glaube ich mal Eiswürfel drin. Genau, das kann auch erstmal weg. Dann haben wir hier auch noch Eis. Das ist so ein selbstgemachtes Eis. Das ist noch gar nicht so alt. Das kommt auf jeden Fall wieder hier rein. Dann habe ich hier noch Brezel, 2 Stück. Und hier 2 Laugenstangen. Und hier habe ich nochmal so Laugenbrötchen. Die benutze ich ganz oft. Die mache ich immer fürs Frühstück für die Kinder oder für mich. Das packe ich auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich gut rankomme. Weil das brauche ich nämlich öfter. So. Was haben wir denn hier noch? Hier habe ich Grünkohl drin. Den habe ich erst letztens gekocht und eingefroren. Und den lasse ich auch mal draußen stehen. Dann habe ich jetzt so entschieden, morgen gibt es Grünkohl.
Heute schaffen wir das nicht mehr mit dem Auftauen. Und heute habe ich auch nicht so einen Grünkohl, nicht so großen Lust irgendwie. Aber genau, für morgen reicht das auf jeden Fall mit dem Auftauen. Dann habe ich hier noch auf unserer Grillzeit immer voll viele Würstchen. Ich habe immer voll viel Grillzeug gekauft und habe dann immer den Rest eingefroren, wenn ich gemerkt habe, ach, wir brauchen das jetzt erstmal doch nicht. Genau das. Dann habe ich auch noch Fleisch. Das kommt erstmal wieder rein. Das hält sich auf jeden Fall noch. Aber ist ja mal gut zu wissen, dass man das noch hat, ne? Dann habe ich mir überlegt für heute. Ich habe hier noch Kartoffeltaschen gefunden. Die sind mit Frischkäse-Kräuterfüllung und die mag Kolja ganz gerne. Dann habe ich hier noch ein paar Pommes und ein paar Herzogin-Kroketten. Ich habe mir jetzt gedacht, also die Pommes nicht. Aber das Kolja heute sich so ein Steak hier brät. Ich habe nämlich noch so ein riesengroßes, das ist so ein Rindersteak. Wie viel Gramm sind denn das? Weiß ich gar nicht. Ich glaube um die 500 Gramm. Dass er sich das Steak macht. Und dann haben wir hier auch noch Burger-Dings. Die waren mal reduziert. Dann habe ich die gekauft und habe die eingefroren. Dann könnten wir nämlich heute essen. Also Kolja und ich jeweils einen Burger. Braucht nur noch Burgerbrötchen. Ich hole mir mal ganz schnell einen Zettel. So, dann schreibe ich mir nämlich gleich auf Burgerbrötchen. Genau, Kolja kann dann das Fleisch essen. Wir essen die Herzogin-Kartoffeln. Kolja isst diese Kartoffeln. Und die Kinder essen dann Dinos. Perfekt. Genau. Dann habe ich hier noch so ein Kuchenstück. Das packe ich auch zu. Das können wir Sonntag mal essen. Das ist so Bienenstich. Das mag Kolja gerne. Hier ist so gehäckseltes, ja, so Suppengemüse drin. Das hatte ich mal mit meinem Mixer gehäckselt, also Lauch, Sellerie und sowas, das mache ich ab und zu mal in Soßen, wenn ich zum Beispiel Gulasch mache oder in Suppen. Das kann auch einfach noch mit rein. Oh, dann haben wir noch Knoblauchbaguette, das habe ich auch mal gekauft. Das ist dieses, was nicht so in Scheiben ist, sondern so. Ja, können wir mal wieder essen. Ne? So, was haben wir hier noch? Das essen wir heute. Oh, nochmal Dinos. Und hier, die haben wir erst vor kurzem gekauft. Hackfleischröllchen, Chivapchichi. Die waren 50% reduziert. Das mache ich auch ganz oft, wenn ich die dann kaufe, dann friere ich sie ein. Und da haben wir letzte Woche, hat Kolja davon eine Packung schon gegessen. Zum Raclette, genau. Dann habe ich hier Hähnchen. Das friere ich ein. Das ist, wie heißt denn das? Chili con carne. Das kann ich eigentlich heute essen, ne? Ah ne, wir essen heute Abend das. Ja, dann esse ich das die Tage mal. Hier sind noch ein paar Süßkartoffelpommes. Da mache ich mal so einen Clip dran. Oder hier so ein Gummiband. Dass das nicht auseinanderfällt. So. Was nie fehlen darf, eigentlich, das muss ich wieder nachkaufen, kann ich mir gleich mal aufschreiben, ist Suppengemüse, weil ich ganz oft spontan einfach Suppengemüse nehme, ein paar Suppennudeln, ein bisschen Brühe, fertig. Brauche ich immer im Haus, schreibe ich mir gleich auf. Und hier sind noch ein paar Fischstäbchen dran. Also Suppengemüse. Genau. Dann haben wir hier noch zweimal Mini-Pizza und hier so zwei Kartoffelpuffer, die isst Ben ganz gerne. So. Und, ach, das voll oder fast das letzte, das ist Keksteig. Also ganz normaler Mürbeteig, den haben wir letztes Wochenende gemacht. Und dann haben wir gleich eine große Portion gemacht, weil das halt immer vor anstrengend ist mit dem Kneten und Kolja hat das übernommen. Und die habe ich gemacht und da können wir jetzt nochmal Kekse backen. Kann ich dann einfach einen Tag vorher rausnehmen und dann, guter Tipp, friert, macht mehr und friert es ein. Aber vergesst es nicht in eurem Kühlschrank oder mit dem Kühlfach. So, dann habe ich hier nochmal Rotkohl, Apfelrotkohl. Und einen so einen Kassler Lachsbraten.
Der war das eine Mal im Angebot und da habe ich gleich ein größeres Stück genommen, weil der war für, weiß ich noch, es war erst vor kurzem 4,44 Euro. Den kann ich noch behalten für den Grünkohl. Ah ne, Koya isst lieber Bringwurst. Dann wollte ich hier mal was mit Sauerkraut machen. Dann kriege ich den erstmal wieder ein. So. Jetzt ist hier noch meine deformierte Packung Schnittlauch. Was mache ich denn jetzt damit? Habe ich noch eine kleine Packung hier? Ja, ich habe hier noch so was Kleines, weil sonst fällt mir das wieder raus. So. Wenn ich das nächste Mal irgendwie so irgendwas brauche, habe ich hier noch ein bisschen Schnittlauch. Genau. Dann kann das weg. Und dann habe ich hier noch mal einmal, wie heißen die denn? Eiswürfel, da ist aber noch so ein Grünzeug drauf, das spüle ich jetzt einmal ab und dann können wir die Eiswürfel auch nochmal benutzen. So, dann war das ja gar nicht so viel, was ich wegschmeißen musste, Gott sei Dank. Oh, jetzt kommt erstmal diese schwere Kiste wieder. Ich müsste eigentlich auch meinen Gefrierschrank mal enteisen, aber ja, und hier ist sogar noch ein bisschen Platz drin. So. Aber Leute, ich habe jetzt keine Lust mehr runterzugehen und zu gucken, was da drin ist. Mache ich mal wann anders. Ich ziehe erstmal meinen Zettel, dann kann ich meinen Einkaufszettel weiterschreiben gleich. Und dann mache ich jetzt hier erstmal wieder sauber meine Küche. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch jetzt vielleicht ein bisschen motiviert habe, auch mal in euren Gefrierschrank zu gucken, ob ihr da irgendwas habt, wo ihr, also dass ihr das lange nicht mehr gemacht habt, oder wenn ihr sagt, keine Ahnung, vielleicht findet ihr ja irgendeinen Schatz und sagt, boah, das habe ich eingefroren, das wusste ich gar nicht mehr, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben, was ihr denn da so gefunden habt bei euch. Und ja, ich schreibe jetzt meinen Einkaufszettel weiter, damit ich einkaufen gehen kann. Ich muss noch zu meiner Verteidigung sagen, ich konnte das lange nicht machen mit dem Gefrierschrank, weil mir ja so lange übel war, ne? Ich hatte ja diese ganze Übelkeit und deswegen, vielleicht ist das so ein bisschen Entschuldigung. Und Koya ist jetzt nicht so der beste Hausmann. Er hat es geschafft, dass die Kinder überleben. Bin ja froh drüber, aber mehr hat er jetzt nun auch nicht geschafft. Aber ist ja auch egal. Genau, das war jetzt erstmal mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal so ein bisschen was anderes. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie oft ihr auch euren Gefrierschrank sauber macht. Also wie gesagt, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, aber ja, ist halt so. Okay, dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.